So, da sind wir bei Saw 2 Flesh and Blood. Weiter geht's. Wir müssen uns den Zugang zum Zugangsraum beschaffen. Klingt gut, machen wir jetzt auch. Einziger Weg, den wir haben, ist hier runter. Deswegen, was bleibt. Unter Wasser? Ist es. Klettern wir. What the fuck? Ah, nein. Sah gerade nur so aus wegen dem komischen Fliegengedönszeug. Was zum Teufel soll das darstellen? Feen? Ist das ein Feenstaubkanal oder so? Vielleicht sind es Feen, wer weiß. Gott, oh Gott, dieses Kriechen. Das hat, warum kann ich nicht einfach nach oben drücken? Seriously. Mich regt das auf. Ich meine, es ist nur L2 und R2, aber trotzdem. Also, oh, komm. Ja, komm. Und sagen wir mal so, es wäre nicht schlimm, wenn er auch gut reagieren würde. Also, für die Leute, die das Game nicht gespielt haben, es ist... Ah. Du kannst nicht mal schnell drücken. Guck mal, eine Fallakte. Schau an. Dip, 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 dip. Ja. Ein paar Leute haben sich aufgeregt, dass ich ein paar Fallakten vergessen habe. Ja, sorry. Es ist ein Blind Run. Wie gesagt, wenn ich was vergesse, sorry. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich nehme halt die mit, die ich finde. Und gucke, dass ich so viele wie möglich finde. Aber ich werde definitiv nicht alle finden. Ich habe auch schon ein paar verpasst, scheinbar. Und das ist halt auch immer ein bisschen anders, wenn ihr spielt und als wenn man zuschaut. Weil, also ich bin halt konzentriert drauf, nicht drauf zu gehen. Und ihr guckt es euch an und habt Spaß dabei. Was ja auch gut ist, genauso soll es ja sein. Aber. What the fuck? Ah! Ausweichen, Alter. Und Angriff und Angriff und Angriff. Tja. Die heilige Zahl 3 trifft auch bei Saw zu. Was hat er dabei? Einen Nagel. Den kann ich wahrscheinlich in nächster Zeit gut gebrauchen. Wo ist dein Rohr? Oh, der hat einen Nagelschläger gehabt. Holy shit, zum Glück hat er mich nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, wenn mich jemand mit einem Nagel-Basie trifft, bin ich dann auch gleich down, so wie die? Gute Frage, ich möchte es gar nicht rausfinden. Ich versuche ja, wie gesagt, nicht drauf zu gehen. So gut wie möglich nicht drauf zu gehen. Was ist das denn? Nope, da kann ich nichts tun. Holy shit, es ist dunkel schon wieder. Also wenn Saw 2 was hat, dann Dunkelheit. Und davon viel. Die sparen nicht an der Dunkelheit. So. Ich kann. Machen wir mal. Wir sind nett. Wir machen die Tür einfach zu. Naja, das aussieht, als wenn keiner da gewesen wäre. Obwohl, wir kamen und die Tür war auf. Macht. Ah, warte mal hier. Hier kann ich den Nagel gebrauchen. Sehr schön. Ich gehe einfach mal rein, weil ich glaube. Ah, verdammt. Okay, nochmal. Schauen wir, was hinter dieser Tür ist. Ich finde es halt auch komisch, dass wenn man aufhört. Oh, fuck! Dass der Zylinder noch einmal anders ist manchmal. So wegen so, ah, jetzt haben wir schwierigen und der nächste ist aber einfach. Weil du bist ein Loser und. Ey, scheiße, what the fuck? Ich muss langsamer vorgehen. Komm schon. Ganz unten durch. So, geht doch. Mein Gott. Auf damit und runter da. Das ist Blut. Oder Kabel. Da ist ein Puzzleteil. Sehr schön. Noch irgendwas Wichtiges oder... Alte Gemüsesuppe. Es fügt sich zusammen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt knapp die Hälfte davon wahrscheinlich oder so. Schätzungsweise. Ich habe gerade nicht geschaut. Naja, völlig egal. Wir gehen mal wieder hoch. Und gucken, ob wir diesen Zugangsraum jetzt in absehbarer Zeit mal finden. Okay. Ach, ich sehe dich doch schon. Dreieck. Und nochmal Dreieck. Nein. Und nochmals nein. Aber das muss ich ja nicht erwähnen, dass ich hier nicht sterben werde. Speichern. Sehr schön. Das machen wir jetzt erstmal. Carla. Also. Carla. Wer war nochmal Carla? Keine Ahnung. I don't know. Leute, war die auf dem Aufzug, oder? Hieß sie Carla? Ich weiß es nicht. Völlig egal. Das sieht irgendwie... Ja... Nein. Aber vielleicht hier lang. Wahrscheinlich muss ich da eh lang, weil ich hier nicht durchkomme. Rotes Licht. Oh! God damn it! Ich hätte es wissen müssen. So eine Scheiße, was mache ich auch? Gut, okay. Dann müssen wir erstmal den Strom abstellen. Das Spiel kennen wir ja. Was? Digga, ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Keinen Scheiß jetzt, ja? Ich darf hier sein. Das macht das Ding nur, um mich zu verunsichern. Definitiv. Okay.
Ist ja gut, ich gehe zurück. Aber ich muss ja eh da lang, also deswegen gehe ich jetzt hier lang. Pech gehabt. Was will er machen? Es piept noch im Hintergrund, ich höre es ganz genau. So. Sehr gut durchgekommen. Jetzt ruhig jetzt. Ah, geht doch. Mein Gott. Was ist das da hinten denn? Steht da eine 2? Da steht eine 2, so wie das aussieht. Oh, gut, ein Koppler, gut. Okay. Ich sehe, was ihr mir hier wieder vorsetzen wollt. Okay. Ist wahrscheinlich so. Ich muss ein bisschen logisch vorgehen. Dann sollte das Ganze gar kein großes Problem darstellen. So. Ja, blöd jetzt, ne? Blöd. Da ist schon mal Strom drauf. Ja, das ist natürlich... Ach, Leute, diese Kopplerrätsel. Diese Kopplerrätsel. Was denn jetzt? Reg dich doch nicht so auf. Ich kann halt auch nirgendwo hindrehen. Das ist halt auch echt irgendwie ein bisschen blöd. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Dreh doch da. Holy shit, dieser Koppler. Ich kann ihn nirgendwo hindrehen. Das tut mir leid, das geht nicht. Obwohl, warte mal. Der ist dran. Hey, okay, okay, warte mal. Okay, das Ding schließe ich vielleicht eher mal hier ran. Mache ich das? Ja, das machen wir. Jetzt muss ich... Ich baue rückwärts. Das geht irgendwie meiner Meinung nach am besten, wenn ich von den Lichtern aus baue, weil ansonsten... Ah, shit, warte mal, das sind nur 2 Anschlüsse. Holy shit. Der muss dann hier hoch wahrscheinlich. Fuck, okay. Das bringt mir gar nichts, wenn ich mal ehrlich sein darf. Das bringt mir rein gar nichts. Wie viele Anschlüsse sind? Du hast nur 2 Anschlüsse. 2 Anschlüsse hat dieses Ding nur. Gucken wir mal, ob wir es so irgendwie hinkriegen vielleicht. Verdammt! Also da nach oben kann nicht sein. Das ist, schließt schon mal aus. Also hier weiter. Da lang geht auch nicht. Dann muss es schon mal hier lang. Also muss es in die Richtung zeigen. Das muss ja irgendwie mit Logik zu lösen sein. Aber wenn ich nicht gerade der Held der Logik bin, werde ich das hier doch irgendwie lösen können, oder? Kann doch nicht so schwierig sein. So, dreh dich mal in. Na, fuck. Verdammt. Okay. Jetzt bin ich total raus. Warte, das geht jetzt auch nicht mehr natürlich. Dafür kann ich das hier weiter drehen. Ach, kommt schon. Die wollen, dass ich dieses Spiel hasse irgendwann. Es ist so programmiert, dass ich es irgendwann hasse. Definitiv. Ich meine, hallo. So, jetzt. Lass mich jetzt mal hier durchbauen, bitte. Du baust da lang. Dann musst du hier runter. Und du hier lang. Und du dann hier lang von mir aus. Und dann verteilst du die hier. Jawohl, 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 genau, jawohl. Ah, fuck, geht nicht. Gelb muss ran. Das ist auch okay. Aber den unteren Schaltkreis schon mal. So, seht ihr, also mit logischem Denken geht es doch dann doch schon irgendwie. Dann haben wir den hier oben. Und dann sollte der ja auch kein ganz großes Problem mehr darstellen. Dann muss das definitiv hier weitergehen. Wo denn auch sonst? So. Plapp, Tür ist offen. Oder was auch immer. Nein, Strom. Hä? What the fuck? Was war das denn gerade? Und wo kam das her? 7? Eine grüne 7, eine blaue 2. Grüne 7, blaue 2. Hier vorne hat irgendwas geklickt. Ach, das ist der Sensor, dass wie weit ich gehen kann. Da hat sich meine Frage ja übrig, wie Jigsaw das kontrolliert, wo ich gerade bin. Er hat einfach Sensoren hier rumhängen, die wahrscheinlich irgendwie im Umkreis scannen. Okay. Chance he gets.
Ja, super. Okay, von oben nach unten, das heißt. Das müsste passen, jawohl. Hey, und schau an, jetzt ist da auch Strom drunter. Na dann guck mal, was passiert. Bratwurst. Ja, Bratwurst. Das kriegst du davon. Wenn du nicht auf so Elektroplatten stellst. So einen Scheiß macht man auch nicht. Also rote 2, rote 7 war irgendwie... Quatsch. Rote 2, rote 7, ja, ist klar. Blaue 2, grüne 7. Glaube ich. Oder war es andersrum? Ne, ich glaube, passt schon. Passt schon, GUI ist dafür unten. Kabel. Kabel. Okay, Kabel im Wasser ist schon mal ganz schlechte Idee. Das ist schon mal eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Ha, Abwechslung, meine Schrotflinte wieder. Schau an. Schau an. Hallo? Jigsaw? Ich hab Kuchen dabei. Nein, ich hab keinen Kuchen dabei, glaub mir. Was mache ich hier denn? Was kann ich hier denn machen? Was muss ich hier machen? Ach, guck mal. Fragezeichen wieder an der Wand. Das ist eine 8. Und hier sind scheinbar nur Fragezeichen, oder wie? Sieht aus wie Riddler von Batman, irgendwie. Riddler-Rätsel. Okidoki, da war eine 8 an der Wand. Eine 8. Ja, geht's doch bestimmt noch weiter hier mit komischen Dingern an der Wand, oder? Nö, scheinbar nicht. Oh, guck mal, hier kann man weiter. Wenn ich nur wüsste, wo ich gerade hingehe. Nope. Ah. Ah, okay. 8. Nee, warte mal. 4 Zahlen? Bullshit. Ich hab... Oh, fuck, rot hab ich gar nicht. Hehehehehe. Dann war das gerade die Leuchtschrift 8, sage ich jetzt mal. Ich mach's mal von hier. Blau war 2. Oder? Es war eine 2. 2, dann die 7 war die grüne und die Leuchtschrift war die 8. Und jetzt gucken wir einfach mal. Das ist es nicht. Ich drehe es einfach immer weiter ein Stück und drehe es zurück. Kann zwar kurz... Ah, das war's. Schaut an. 5, 2... Keine Ahnung. Und ein paar zerquetschte Zahlen. Da habe ich mal mitgedacht zur Abwechslung. Da hab ich mal mitgedacht und jetzt hat sich der Sicherungskasten hat sich, ach klar, natürlich der Strom oben. Hohoho. Haben wir uns dadurch den Zugang zum Zugangsraum zugänglich gemacht? Oder wie sieht es aus? Ja, ich auch. Komm her. Jawoll, perfektes Timing. Zack. Gute Nacht. Schlaf schön und lang. Ja, mit dem Rohr. Was hast du dabei? Crack oder so? Ist ein Crack? Nichts. Puh. Sieht aus wie ein Crack-Dealer und hat kein Crack dabei. Puh. Da. Ich frag mich halt, also, was die ganzen anderen Leute hier sind. Die müssen ja auch irgendwie... Oh, ein Anrufbeantworter. Hallo, Chuck. Ich wusste es. Sag ich doch. Crack-Dealer. Böse. Naja, auf jeden Fall habe ich es doch gesagt, der Typ sieht aus wie ein Drogendealer. Glaubt mir doch einer. Die Tür müsste offen sein jetzt. Möchte man meinen. Ja, die Tür ist offen. Sehr gut, grünes Licht. Dann gehen wir da jetzt auch mal durch. Und sind jetzt wo? Ah, hey, da wo wir vorhin durchgeguckt haben. Ist das der Zugangsraum? I don't know. Das sieht nicht gut aus. Achso, das ist ein Scheinwerfer. Das sieht nicht gut aus, dieser Scheinwerfer. Die Birne sollte man wechseln. Cool, cool, cool. Oh, ja, da geht's nach oben. Hm.
Dann schauen wir beim nächsten Mal, was da oben ist, würde ich sagen. Bis dahin, haut rein!